Vielleicht erste Frage. Momentan richten sich die Augen aus aller Welt nach Österreich. Internationale Medien blicken kritisch auf die hohen Inzidenzzahlen und auch den damit einhergehenden Lockdown. Welches Bild haben Sie aus der Ferne auf Ihre alte Heimat? Ja, ich finde es traurig, dass Österreich in den vierten Lockdown jetzt geht. Und es wäre total vermeidbar, wenn einfach die Leute die Impfungen akzeptieren. Und das kann ich überhaupt nicht verstehen. Ich habe gesehen, in der deutschen Sprache, manchmal werden diese Leute als Querdenker bezeichnet. Ich wäre eine bessere Bezeichnung, wäre Nichtdenker. Und wenn ich zurückschaue über die letzten 100 Jahre, es gibt viele Krankheiten, die wissen wir überhaupt nicht mehr. Und wenn ich die Leute frage, was ist Mumps, was ist Masern, was ist Röteln, was ist Pocken, was ist Windpocken, was ist Tetanus, was ist Hepatitis A, Hepatitis B, was ist Polio, dann wissen die das nicht. Und wieso nicht? Weil wir Impfstoffe dafür haben. Und ich kann das nicht verstehen, dass wir im Jahre 2021 nicht zurückschauen auf unsere Geschichte und nicht anerkennen, wie hilfreich diese Impfstoffe waren. Und das ist dasselbe mit dem Corona-Impfstoff.